Das darf dir wirklich niemand zumuten. Wer Freund ist und wer Feind, erkennen wir oft erst in den dunklen Stunden unseres Lebens. Doch so extrem müssen die Menschen in unserem Umfeld gar nicht erst sein. Es gibt unzählige Mischformen, die als Frenemies, Fake Friends und Scheinfreunde bekannt sind. Sie alle sind nur mit uns befreundet, weil es ihnen Vorteile verschafft. Wir selbst fühlen uns seltsam unwohl in ihrer Gegenwart, erkennen aber das Muster dahinter nicht. Wir möchten dir in unserem heutigen Video 10 Anzeichen dafür vorstellen, dass du einer Person lieber aus dem Weg gehen solltest, die vorgibt, dein Freund zu sein. Nummer 1. Es ist zwecklos, mit ihnen vernünftig über ihr Verhalten zu sprechen. Komplizierte Seilschaften sind es nicht nur nach innen. Die meisten dieser Menschen schaffen es spielend, uns an ihrer Seite immer wieder in peinliche oder unangenehme Situationen hineinzumanövrieren. Toxische Persönlichkeiten ziehen das Unglück und das Ungemach gleich mit magisch an. Jeder Versuch, sie auf ihr unpassendes Verhalten und ihren Hang zum Drama aufmerksam zu machen, scheitert. Sie sind weder einsichtig noch belehrbar oder offen für konstruktive Kritik. Nummer 2. Entspannung gibt es mit ihnen nicht. Freunde, die in Wirklichkeit gar keine sind, verströmen negative Energie aus allen Poren. In ihrer Gegenwart kann nichts einfach, leicht oder unbeschwert sein. Trifft man sich mit ihnen, werden keine 5 Minuten in Ruhe und Frieden zu erwarten sein. Mit der Zeit wissen wir schon, wie die Sache laufen wird und gehen dementsprechend verspannt und desillusioniert an diese Treffen heran. Meistens hoffen wir auf Schadensbegrenzung, wenn wieder irgendwo ein Termin oder eine Verabredung mit ihnen anstehen. Nummer 3. Deine Grenzen werden nicht respektiert. Giftige Menschen verfügen meistens über so viel Fingerspitzengefühl wie der bekannte Elefant im Porzellanladen. Sie stürmen unsere Privatsphäre, ignorieren jegliche Grenzen des allgemeinen Anstands und jedes Schamgefühl gleich mit. Ihnen ist nichts heilig, was andere Menschen betrifft, und die Gastfreundschaft kann in ihren Augen gar nicht genug überstrapaziert werden. Für toxische Freunde ist Höflichkeit ein dehnbarer Begriff. Sie erwarten sie zwar stets von anderen und das am liebsten im Übermaß. Selbst jedoch wüten sie nach Belieben und überschreiten eine Grenze nach der nächsten. Nummer 4. Sie saugen dir deine Lebensenergie aus den Adern. Falsche Freunde sind in der Regel die reinsten Energievampire. Sie kosten uns unsere gesamte Kraft und lassen uns nach jedem Treffen erschöpft und ausgelaugt zurück. Ihre dramatischen Dauermonologe sind tatsächlich nur schwer zu ertragen. Und in ihrem Leben geht es ausschließlich um sie, niemals um andere, um sogenannte Freunde schon gar nicht. Nummer 5. Emotionale Erpressung und Schuldgefühle. Einige Zeitgenossen verstehen es ganz hervorragend, uns ständig ein schlechtes Gewissen einzuflößen. Sie halten uns entweder ihre eigene Leidensgeschichte unter die Nase oder sie jammern, was das Zeug hält. Ein Gespräch mit ihnen lässt uns jedenfalls immer mit einem schlechten Gefühl zurück. Und hätten wir etwas Positives zu verkünden oder möchten ein Erfolgserlebnis mit ihnen teilen, wissen wir schon vorab, sie werden einen Weg finden, um uns deshalb Schuldgefühle zu verursachen. Nummer 6. Du erhältst keine Unterstützung. In schlechten Zeiten zeigen sich die wahren Freunde. Sie sind zur Stelle und helfen uns mit Rat und Tat. Die falschen Freunde hingegen melden sich ausschließlich bei uns, wenn sie etwas von uns brauchen, und sei es auch nur ein offenes Ohr für ihre Leidensgeschichten und das neueste Drama aus ihrem höchstpersönlichen Seifenopernreigen. Nummer 7. Ihre Geheimnisse behalten sie tunlichst für sich. Das Wesen einer echten Freundschaft ist die Augenhöhe, auf der sie im Allgemeinen stattfindet. Respekt und Ehrlichkeit prägen sie, und mit den Jahren lernt man einander ganz gut kennen und schätzen. Die falschen Freunde hingegen werden sich hüten, dir ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Zwar möchten sie möglichst viel über dich erfahren, aber hauptsächlich die düsteren oder gar schmutzigen Details aus deinem Leben.
Diese werden gar nicht so selten bei nächstbester Gelegenheit gegen dich verwendet. Nummer 8. Du kannst nichts richtig machen. Vorsicht vor Menschen, die kein gutes Haar an dir lassen. Sie sind dir alles andere als wohlgesonnen, sondern spielen sich ungefragt zum Kritiker deines Lebens auf. Solche Leute brauchen immer ein Objekt, an welchem sie ihre schlechte Laune und ihr eigenes Versagen abreagieren können. Sie kompensieren damit viele eigene Probleme, indem sie sie bei anderen künstlich hochstilisieren oder mit Argusaugen so lange suchen, bis sie fündig werden. Nummer 9. Sie können nirgendwo etwas Gutes erkennen. Hier schlummert ein Talent in manchen Menschen, welches, wäre es nicht so destruktiv und übellaunig, besondere Erwähnung verdienen würde. Man muss es tatsächlich schon fast als eine Art düstere Kunstform erachten, wie manche unserer Zeitgenossen sich alles und jeden schlecht reden können. Nichts ist jemals gut oder schön, alles kommt mit einem Wenn und einem Aber des Weges. Nummer 10. Das Jammern, Beschweren und Nörgeln reißt nicht ab. Wenn es eine Leidenschaft gibt, die alle negativen Menschen weltweit miteinander teilen, dann ist es das Jammern. Sie klagen ihr Leid den lieben langen Tag, völlig egal, wer gerade zur Stelle ist und sich diese unendlichen Schimpftiraden anhören muss. Leider machen sie damit nicht nur ihr eigenes Leben zur Hölle. Dieses ständige Lamentieren ist nämlich ansteckend. Es geht von einer Person auf die nächste über wie ein dunkler Hauch, der jede gute Laune im Keim erstickt und jede Freude tötet. Unser heutiges Fazit: Freundschaft muss dir Gutes tun. Ähnlich wie die Liebe erkennen wir die Freundschaft am besten an dem Gefühl, das sie uns vermittelt. Geht es uns mit ihr besser als ohne sie, hat sie ihren Zweck erfüllt. Laugen uns diese angeblichen Quasi-Freunde aber nur aus, nerven uns mit ihren Schimpftiraden oder lassen uns bei erstbester Gelegenheit im Regen stehen, sind sie nur Nutznießer, die ihren Vorteil aus uns ziehen wollen. Du brauchst nicht viele Freunde. Je überschaubarer du diesen ganz besonderen inneren Kreis hältst, desto verlässlicher zeigt er sich. Der beste Freund müssen wir uns ohnehin selbst sein. Wir sind die Person, auf die es ein Leben lang ankommen wird. In guten und in schlechten Zeiten. Sei also freundlich zu dir. Du bist das Beste, was dir in Gesellschaft jemals passieren wird. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.